Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der FIFA 16 Prediction. Wir sind wieder am Start, neue Episode und die letzte ist wieder super bei euch angekommen. Das freut mich extrem, dass ihr die Serie so feiert. Vielleicht ja auch diese Episode. Wenn das der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Wäre eine großartige Geste und eine super Unterstützung. Weitere Unterstützung ist ebenfalls möglich. Videobeschreibung aufmachen und einfach mal bei Amazon vorbeischauen. Über die Links, die ich da gepostet habe, auf mein Equipment zugreifen oder über andere Sachen da kaufen, ist alles möglich. Dazu gibt es noch natürlich Randy Run da unten für PSR Max auch Guthaben und auch Coins, ne, wenn man die kaufen möchte. Dazu gibt es noch Facebook, Twitter und Instagram in der Videobeschreibung. Und heute muss ich erstmal was erklären. Und zwar, einmal gibt es heute die ersten Downgrades, was sehr schön ist. Und zweitens Head-to-Head, das muss ich kurz erklären, weil einige gefragt haben. Es ist einfach das normale FIFA, das heißt quasi der Anstoßmodus. Das ist Head-to-Head, also quasi Kopf an Kopf. Online gibt es ja auch, ne, also man kann ja Saisons online spielen, nicht Ultimate Team. Das ist Head-to-Head, damit ihr das mal Bescheid wisst. Und da könnt ihr auch die Stats angucken. Und auf SoFIFA sind die aktuellen Stats aus Head-to-Head. Das heißt, so geht das. Und jetzt starten wir durch mit dem ersten Spieler für diese Episode und das ist ein aus der Premier League, ein Zehner von Liverpool und zwar nicht Firmino, sondern Coutinho, auch ein Brasilianer, der Perfect League für diese Saison wahrscheinlich overused sein und richtig, richtig stark. Aber Coutinho hat eine gute Saison gespielt bei Liverpool, auch wenn Liverpool ja nicht so extrem geil war, war Coutinho auf jeden Fall sehr, sehr stark, hat glaube ich 2 Informs bekommen und hat richtig gut gespielt, hat 81 Tempo, 68 Shooting, 81 passen und 87 Dribbling dieses Jahr, nächstes Jahr ein bisschen gepusht auf 82 Tempo, 70 Shooting, 83 passen und 88 Dribbling mit einem 83er Rating auf SoFIFA, Head-to-Head oder 82, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich denke mal 83 wäre auch in Ordnung, wäre auf jeden Fall nice so oder so, wenn die Karte plus 70 Shooting hätte, also 70 plus Shooting, denn das würde ihn nochmal ein bisschen stärker machen. Der Schuss dieses Jahr ist wieder so ein bisschen meh, ist halt nicht seine absolute Spezialität, aber sein Schuss hat sich definitiv entwickelt diese Saison und das sollte sich auch in Ultimate Team bzw. FIFA 16 niederschlagen und von daher haben wir dann eine relativ nice Karte auf jeden Fall mit 4-Star Skills und dem Perfect Link zu Firmino, kann man damit einiges anfangen. Zweiter Spieler für die Episode ist ein Schwede und zwar der einzig wahre Zlatan Ibrahimovic, der hat ein Rating von 90 dieses Jahr, 76 Tempo, 91 Shooting, 86 81 passen, 86 Physics. Nächstes Jahr geht er auf das Level von Suarez und Sergio Kun Agüero auf ein 89er Rating. 75 Tempo, 91 Dribbling, 86 Physics und 80 passen. Ist, denke ich mal, in Ordnung. 86 Dribbling dazu kann man auf jeden Fall so machen. Ist jetzt nicht mehr der allerkrasseste, hat auch nicht so eine extrem krasse Saison gehabt. Er ist natürlich weiterhin Zlatan, er ist so gesehen doch der allerkrasseste, aber nicht mehr der weltbeste, super extreme Stürmer, der überall in anderen steht, sondern so auf einem Level mit Agüero, vielleicht auch mit Lewandowski schon eher und dazu noch mit Suarez. Also ich denke mal, da haben wir eine relativ nice Karte. Trotzdem noch hoffentlich in den 5-Star Skills, ich kann es nicht vorher hersehen, aber es wäre wunderschön. Bei Coutinho wäre das eventuell auch eine Möglichkeit, aber auch mit 4-Star Skills natürlich eine sehr nice Karte. Bei beiden 5-Star Skills auf jeden Fall haben wir jetzt und das ist eventuell auch dem nächsten Teamkollege, wer weiß, wo Ibra hingeht, das ist Hajime Mastur, der Superstar quasi von Milan, das italienische Supertalent. 88 Potenzial, dieses Jahr 66er Rating, nächstes Jahr, beziehungsweise aktuell hat er dieses 66er Rating. Ich predikte mal für nächstes Jahr ein 67er Rating in Ultimate Team. 73 Tempo, 76 Dribbling, 60 Shooting, 61 passen, sehr richtig nice. Und mit 5-Star Skills und 4-Star Weakfoot oder sowas und den Dreh vielleicht auch 3-Sterne Weakfoot wäre auf jeden Fall richtig krass. Dieses Jahr, wie gesagt, 66er Rating momentan. Und ganz ehrlich, auf die Karte könnte man sich nur freuen. Das sieht nämlich ein bisschen so aus wie der El Shaarawy aus FIFA 12. Und wenn er sich so weiterentwickelt, eventuell ein Winter-Upgrade bekommt oder auch, auch in Nicht-Ultimate-Team, also im Karrieremodus, im Winter-Upgrade bekommt. Leute, das wird so eine krasse Karte und stellt euch vor, nimmt den gleichen Weg wie El Shaarawy vom Rating her und vom Schuss her und so weiter und so fort und dann haben wir irgendwann 5-Star-Week für 5-Star-Skiller mit, den gleichen Werten wie er damals. Das wäre einfach so geil. Die Karte war mit die beste aller Zeiten und Mastur ist auf einem guten Weg dahin. Der nächste ist ein Downgrade, ist Lukas Podolski vom FC Arsenal, will sich da ja durchsetzen. Mal sehen, wie er das schafft. 77er Rating dieses Jahr, ich habe ihm mal Gold gelassen, weil Podolski, ich kann ihn einfach nicht Silber machen. Ich mag ihn zu sehr dafür und er ist halt einfach auf der falschen Position als Stürmer, würde, denke ich, deutlich besser spielen bei seinen Vereinen auch und in der Nationalmannschaft ist er auch ab und zu immer ganz gut. Ist halt einfach ein natureller Stürmer und nicht Flügelspieler, meiner Meinung nach. Dafür hat er die Technik nicht und eher den Schuss und Abschluss, das ist seine Spezialität. Ich denke mal, dass wir da bei Arsenal auch nächste Saison eventuell als Auswechselspieler bzw. Reserve- und Rotationsspieler durchsetzen können. Ist ein geiler Spieler, ich finde ihn total sympathisch, aber auf jeden Fall das Downgrade von 74 Tempo, da gibt es gar kein Downgrade, sondern von 77 Dribbling auf 74 Dribbling, von 87 Shooting auf 82 Shooting ist natürlich krass, aber muss einfach mal sein und von 76 passen auf 72 passen. Trotzdem noch eine ziemlich nice Karte, wenn er Stürmer wäre, so sieht es nicht so krass aus. Mal sehen, wie sie das nächstes Jahr mit ihm entwickeln wird. Wer sich momentan stark entwickelt, ist Hoffenheim und die haben richtig interessanten Spieler und zwar Fabian Scheer. Den haben sie verpflichtet von Basel, ist ein guter Innenverteidiger, richtig viel Potenzial in FIFA 15 schon, in FIFA 14 auch schon gehabt und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder und ist einfach ein ziemlich starker Spieler. Die machen allgemein richtig gute Arbeit, haben Firmino ja auch für 41 Millionen verkauft. Das heißt, die sind richtig am Pushen momentan und ich denke mal, Scheer könnte nächstes Jahr einer der besten Bundesliga-Innenverteidiger werden in der neuen Variante, damit 78 Tempo, 77 Defending, 82 Physics, einen 77er Rating, relativ günstig wahrscheinlich wegen dem Rating und dem Verein, aber trotzdem auf jeden Fall extrem
extrem stark. Vielleicht in der Kombination mit Jan Sommer wäre das ein richtig geiler Spieler, so für Hybrids auch. Aber mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Hoffenheim auf jeden Fall eine Überraschungsmannschaft. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, denke ich mal, für Europa gut. Und von daher dürfte Scheer auch eine relativ ordentliche Karte bekommen für FIFA 16. Wir können mir natürlich gerne für jeden Spieler eure Meinung in die Kommentare schreiben, muss ich natürlich immer wieder dazu sagen und auch vorschlagen, wer in der nächsten Episode predicted werden soll. Ich entscheide das ja immer nach den Kommentaren auf YouTube, also haut da auf jeden Fall mal ordentlich rein. Auch die Top-Spieler, wenn ihr die eventuell predicted werden soll, sehen wollt, nicht werden soll, dann haut doch die mal rein. Auch das kann ich natürlich sehr, sehr gerne machen. Wir kommen zum vorletzten Spieler für diese Episode und das ist Marc Stendera von der Eintracht von Frankfurt und der ist ein richtig, richtig guter. Meiner Meinung nach eines der größten Talente, das wir in Deutschland haben auf der 10er-Position, könnte sich genauso entwickeln wie Özil eventuell, zumindest meiner Meinung nach, und ist ein richtig geiles Talent. Hat bei Frankfurt eine gute Saison gespielt und seine Stats werden im Vergleich zum letzten Jahr deutlich nach oben gehen, und zwar plus 11 Shooting, plus 9 Passen dazu, ein bisschen Tempo, ein bisschen Dribbling dazu. Hat dann 69 Schuss, 72 Passen, 73 Tempo, 77 Dribbling, aber momentan ein Head-to-Head. Ein 72er Rating, ich denke mal 73 wäre auch gerechtfertigt und dann sähe der wirklich richtig stark aus. Mal sehen, wie der sich entwickelt bei Frankfurt, mal sehen, was Frankfurt für eine Saison spielen wird, wen sie noch so verpflichten werden und so weiter und so fort, ob er sich durchsetzen kann, ob er Stammspieler wird. Ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, würde es ihm wünschen, weil ich mag den Typen einfach. Der ist ein richtig geiler Spieler und ich bin sehr gespannt, was für eine Entwicklung er nehmen wird, ob er eventuell irgendwann zu einem richtigen Top-Club wechseln wird oder ob er sein Leben dabei Frankfurt bleiben wird. Das würden sich bestimmt viele Frankfurter wünschen, kann ich auch nachvollziehen, weil der ist einfach richtig geil. Aber wir werden sehen, was passiert und das wird seine Karte sein, beziehungsweise könnte seine Karte sein für FIFA 16. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen, denn die Karte sieht als Silberspieler einfach krass aus und würde, denke ich mal, genauso auch auf dem Platz funktionieren. Der letzte Spieler für diese Episode ist auch nochmal ein Downgrade und zwar ein ziemlich heftiges und zwar auch ein ziemlich verdientes. Und ihr habt geschrieben in die Kommentare, alle Hamburger gehören gedowngradet. Das sehe ich teilweise genauso, ihr wisst es, aber vor allem einer gehört gedowngradet und das ist nicht Pierre-Michel Azoga, sondern Raphael van der Vaart. Eine absolute Gurke gewesen die Saison. Letztes Jahr schon viel zu hoch gradet mit 81 und nächstes Jahr sollte er höchstens noch 75 haben. Wechselt ja wahrscheinlich zu Ajax Amsterdam zurück, geht auf jeden Fall mal als HSV weg und dieses Jahr, ganz ehrlich, 78 Shooting, 81 Passen, 78 Dribbling, wofür? 76 Dribbling, 72 Shooting und 75 Passen, das sind noch so relativ human gedowngradete Sets, weil der wirklich, also der kann zwar vielleicht einiges, aber er ruft es einfach nicht ab und dementsprechend die 75er-Karte noch mit sehr viel gutem Willen und ansonsten ganz ordentliches Set, 43 Tempo, ist halt einfach ja deutlich schlechter als beispielsweise andere Zehner aus der Ehredivise, von daher wird er wahrscheinlich nicht mehr so oft gespielt werden, vielleicht nochmal zum Nostalgiefaktor, aber ansonsten ist Van der Vaarts Karriere über den Zenit und vorbei, spätestens seit er den Stress mit Silvi hatte und von daher war es das mit dieser Episode und mit Raphael van der Vaarts Karriere. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dieser hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Da 1000 Likes, wie gesagt, wird wieder richtig nice. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wunderschönen Tag noch. Bis dann. Haut rein und ciao.